Guten Morgen aus Kärnten. Hier ist das Haus, in dem ich wohne. Und heute geht's dorthin. Ich habe vergessen, wie es heißt. Dobratsch oder so ähnlich. Ja, kommt einfach mit. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein und viel Spaß beim heutigen Video. So, ich bin oben ausgestiegen. Da drüben, da bin ich gestartet, in Agoritschach, da unten irgendwo. Hier ist ein richtig schönes, großes Rodelgebiet. Beim Blick nach Westen fällt der Dobratsch-Gipfel mit seinen markanten Bauwerken und felsigen Südwänden ins Auge. Unter dem Gipfel befindet sich mit 167 Metern Höhe einer der höchsten Sendetürme des österreichischen Rundfunks. Mit seiner Errichtung im Jahre 1971 fand darin auch die meteorologische Messstation eine moderne Unterkunft. Seit 1876 werden auf dem Dobratsch regelmäßig Temperaturmessungen vorgenommen und gemeinsam mit den Daten der ersten Gebirgswetterstation auf dem Hochrubier liegt die längste durchgehende Gebirgswettermessreihe der Ostalpen vor. Am Rande des Gipfelabbruchs erheben sich zwei Gotteshäuser, die größere Deutsche oder Knappenkirche, Wallfahrtskirche Maria am Heiligen Stein und die kleinere windisch-slowenische Kirche Maria Himmelfahrt am Heiligen Stein. Sie machen den Dobratsch zum höchstgelegenen Maria-Wallfahrtsort in Europa. Und genau dort müssen wir noch hin. Also, Osiacha, Wörthersee, Farkasee. Unser Problem ist jetzt, da unten ist der Weg. Wir sind hier so einer Skispur nachgegangen und müssen jetzt erstmal schauen, wie wir den Weg wiederfinden. Also, falls es uns nicht umpustet, das hier ist in Sicht. Juhu! Es ist mega, mega windig, aber wunderschön mit der Sonne. Da ist unser Ziel. Gleich sind wir da. Wir hoffen, dass es dort was zu essen und zu trinken gibt. Das Drautal. Meine Wanderführer wissen Bescheid. Und das ist der Gipfel.
Ich wollte euch nur mal kurz zeigen, wie hoch der Schnee hier ist. Ich habe es geschafft. Hier ist gerade eine windstille Ecke. Ihr versteht mich hoffentlich. Da hinter diesem Turm ist der Futtertrog und da oben ist die Kirche. Das ist ein Sendemast. Ganz gefährlich. Einmal Fleischnudel bitte. Aber dann kann ich dir was geben, Sylvia. So, jetzt haben wir lecker gegessen und jetzt geht's wieder bergab. Aber vorher wollen wir noch versuchen, ein paar Mülltüten zu ergattern. Hier beim Wirt, dann können wir nämlich bergab rutschen. Aber Mist, voll. So, wir haben lecker gegessen. Grödel wieder angezogen. Und jetzt geht's da in diese Kirche. Schaut euch mal die Kante an, da geht es echt steil bergab. Dort ist auch die Sonne und wir hier sind mitten in einer Wolke. Schaut euch das mal an. So geil. Und wir rutschen jetzt, da ist meine Freundin, mit den Mülltüten hier den Berg runter. Also viel kann ich euch nicht von der Fahrt zeigen. Schaut euch das mal an. Und da hinten die Spitze, die man dort sieht, ist der Großglockner. Die Idee mit der Tüte war nicht schlecht, wenn man zu faul ist, bergab zu laufen, aber da war noch Optimierungsbedarf. Nächster Versuch. Wir sind jetzt schon um etliches unten. Da hinten kommt so ein Pistenbully. Hier unten im Tal sieht man Villach und da vorne laufen meine Freunde. Langsam wird es dunkel, der Mond ist schon zu sehen. Und jetzt geht's weiter bergab mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang. Kurzes Zwischenupdate. Mit Hüte geht's auch nicht schneller als ohne, aber es macht mehr Spaß. Wir sind jetzt fast unten, also ich sag mal fast auf 1500 Metern Höhe. Der Mond scheint schon. Es ist echt richtig dunkel, aber auf der Kamera sieht man es gar nicht so. Und ja, damit ist erstmal Schluss für heute. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und wer noch nicht meinen Kanal abonniert hat, lasst gerne ein Abo da, Glocke nicht vergessen und bis bald!